Wir können so nicht weitermachen. Seit 4.30 Uhr sind diese Bauern aus Rheinhessen unterwegs. In einem Tross von 170 Treckern ziehen sie nach Bonn. Dort wollen sie protestieren. Sie fordern mehr Mitspracherecht und vor allem mehr Respekt für ihre Arbeit. Wir stehen hier und produzieren anständige Lebensmittel und wir werden behandelt, als wären wir die letzten Drecken, als würden wir die Umwelt verseuchen. Wir brauchen einfach Rahmenbedingungen, mit denen wir arbeiten können. Unsere Kinder wollen die Betriebe weitermachen und so geht das nicht, weil einfach die Politik sagt, wir brauchen weniger Pflanzenschutz. Wir brauchen weniger Pflanzenschutz. Es ist die Frage, wie viel weniger Pflanzenschutz. Mit wie viel weniger kommen wir aus, um gesunde Lebensmittel zu produzieren. Im Fokus der Bauern das Agrarpaket der Bundesregierung. Das gefährde die landwirtschaftlichen Betriebe. Bei Tierwohl, Insektenschutz und Lebensmittelsicherheit müsse es ein Miteinander und kein Gegeneinander geben, so die Forderung. Vorbild für die bundesweiten Proteste sind die Demos der Niederländer Anfang Oktober. Alle eint das gleiche Problem. Sie fühlen sich durch immer neue Verordnungen eingeschränkt. Zuletzt forderte Umweltministerin Schulze noch mehr Insektenschutz, weil die Zahl der Feldvögel zurückgehe. Aber hier beklagen die Bauern ein ungleiches Maß. Das, was wir in Deutschland produzieren, das sind gesunde Lebensmittel. Und die wollen wir produzieren. Und alles andere, was wir nicht in Deutschland produzieren, kommt aus dem Ausland herein. Und wenn es aus dem Ausland reinkommt, die haben andere Standards, andere Spritzmittel, die wir schon lange nicht mehr benutzen dürfen. Gegen dieses Bauernbashing, wie Sie es nennen, ziehen nun zehntausende Landwirte in einem Sternenmarsch lautstark, unter anderem nach Bonn oder Berlin.